Ja, da sind wir auch schon wieder. Genau in der Situation, wo wir letztes Mal neu starten mussten bei der letzten Folge, die ja viel kürzer war als die anderen Folgen und auch gar nicht daran lag, dass ich einen Fehler gemacht habe. Ich habe schon diese Aktion abgebrochen, die ja sehr gut beschrieben war. Fast so gut beschrieben wie eine Anfrage bei mir in meinem Stream, aber ich denke mal, die Leute könnten jetzt wissen, worauf ich mich vielleicht beziehe. Die Zeit. Sie unterhält sich einfach nur mit ihm. Beide sind müde, beide müssen jetzt schlafen. Ein Feuer? Oh oh. Oh oh. Flammen löschen. Du meine Güte. Das war knapp. Sehr knapp. Dann gehen wir mal ins Bett jetzt. Nach diesem doch sehr. Wo ist er hervorgefahren? Ich will jetzt das Aufnahme von ihm machen. Wo ist denn der Eingang hiervon? Ich hab's doch gehört. Wo ist es denn? Ist er hier hingefahren? Okay. Da läuft sie. Ah, hier. Der muss ich aufnehmen hier. So. Als Thumbnail wird diese Folge dann Feuer heißen, obwohl gar nicht viel passiert. Richtiger harter Clickbait. Wie immer. Sie muss jetzt auch schlafen. Schlafen. Einer von den beiden schläft schon. Danach, wenn sie aufwacht, benutzt sie das und isst etwas Fastfood. Danach isst sie mal Hotdogs. Okay, zum Morgens. Hotdogs essen ist ein bisschen weird. Vielleicht isst sie danach mal einen Imbiss. So ein Joghurt ist doch bestimmt eine gute Idee. Und sie wird nachher ein bisschen ihren Plasmasaft trinken, wenn sie aufsteht. Zu Hause ist ein Feuer ausgebrochen und nein, gerade mit dem Leben, ja. Oh je. Ist doch recht hell für 1:22 Uhr draußen, aber es ist auch Schnee, ne? Bei Schnee ist immer alles relativ hell draußen. Dave spielt draußen immer noch Gitarre, nachts. Der Mann ist echt ein Liebhaber des Gitarrenspiels. Auch nachts. Kein Problem. Ich glaube, Lady wacht auf. Beide wachen auf. Sind nämlich jetzt fertig mit Schlafen. Sie geht jetzt was essen. Sie geht erst duschen und dann was essen. Was ist das für ein Sound? Oha, da ist. Cody ist ja da. Wer wollte noch meinen Geist sehen? Verpassala. Und freundschaftlich grüßen. Danach. Was macht er denn? Er geht zum Kühlschrank. Und isst etwas. So, das heißt, wir könnten ja noch mal etwas lernen danach. Warum auch immer ich dies hier nicht benutzen kann, ist ja immer noch falsch rum. So, jetzt hier so. Geht immer noch nicht. Das ist doch weird. Na egal. Sie lernt noch ein bisschen. Und zwar hier raus. Lernen. Und danach taugt sie Anatomie. Weil sie ist ja nicht die absolut beste gerade.
freundschaftlich begrüßen. Was ist denn dazwischen rufen? Okay, probieren wir es mal. Waltraud Harz anrufen, aha. Mitbewohner. Romantisch, nee, spezial, Trampeltier. Das Nerd. Pflicht einfordern. Jemanden küssen, das ist doch schon mal cool. Sonderhörn, Grogel, Kriadi. Somazau. Oh. Oh je. Freundlich. Entschuldigen. Nashi, Dishi Babalu. Kuba Fringo. Onga. Okay, jetzt geht's wieder. Hab mich nämlich direkt entschuldigt. Neues Ding vorzeigen. Zaz, Zazalas. Ja, okay. Warum? So, Sala, warum? Grausamkeit loben. Gemeinsam lernen, der hat doch auch irgendwie... Überfragen wir den mal, was er eigentlich gerade... Er will nicht. Okay, alles klar. Freundlich, entschuldigen. Und dann gehen wir wieder zu ihr. Lerngruppe gründen. So. Was steht hier oben? Asala hat erfahren, dass Cody Dribbelsberger Sportkarriere besucht hat und einen Abschluss in schöne Künste von der Universität hat. Kunsttechnik. Das mache ich nie im Leben, Asala. Oh je. Die sitzt unten und Lady sitzt oben. Aber sie lernt das hier und dann geht sie wahrscheinlich nach unten. Irgendwas bewegt sich. Da, die Lampe. Er bespukt die Lampe. Lustig, lustig. Da ist er wieder. Warum immer das Cody gemacht hat. So, so sieht man vielleicht. Jetzt lernen sie gemeinsam an den Stühlen wieder. Das machen wir mal nicht. So, dann müssen wir ja gleich los, ne? Ja, dann rennen schon alle los, weil die haben um 8, glaube ich, ihre erste Stunde. Und wir haben erst Stundenplan. Wir haben heute Freitag. Heute sind die Prüfungen, ne? Genau, 12 bis 14 Uhr und von 16 bis 18 Uhr. Bei beiden. Und sie dürfte eigentlich nicht raus. Müssen mal gucken, wie wir das machen. Muss sie da trotzdem hin? Sie ist ja im Gebäude. Vielleicht geht das ja. Ich hoffe es. Ich hoffe, es geht. Das werden wir in der nächsten Folge wahrscheinlich dann ja rausfinden, ob das funktioniert oder nicht. Vielen Dank, dass ihr bei dieser Folge dabei gewesen seid. Wir sehen uns wahrscheinlich dann in der nächsten Folge, wenn ihr diese Folge bis hierhin geguckt habt. Ich wünsche euch da bis dahin noch einen gesungenen, schönen Tag.